Okay. Zum Tempel gehe ich gleich, nicht zum, wieso sage ich denn immer Tempel? Ich meine, zum Palast gehe ich gleich noch. Aber erstmal Marsil. So, mein Freund. Hier, nimm. Das macht dich schuldenfrei. Ich danke dir. Jetzt bin ich endlich alle meine Schulden los. Jetzt kann ich wieder unbehelligt in der Stadt Geschäfte machen. Nimm dies als Belohnung. Und viel Glück bei deinen eigenen Geschäften, Fremder. Lass dich nicht übers Ohr hauen. Das geht verdammt schnell in dieser Stadt. Ist das dein Ernst? 200? Ach nein, er hatte ja gar nicht. Stimmt ja, er hatte bloß diesen Feuermagierkelch. Verdammt. Gib mir den Kelch des Feuermagiers. Gerne. Hier hast du ihn. Wunderbar, jetzt haben wir den also gekriegt. Okay, das war's gewesen. Deshalb, ja, ich erinnere mich. Die Frage ist bloß, wer hat jetzt den letzten Tempelschlüssel? Das weiß ich nicht mehr. Okay, wir gucken mal, was wir noch an Quests haben. Jasmin, okay. Tempelschlüssel, das Artefakt, Geschenke für Gonzales, Mondklinge, genau. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Palast und geben erstmal die Mondklinge ab. Damit sollten wir eigentlich schon bei Gonzales reinkommen, aber ich will natürlich auch noch die restlichen Sachen dann fertig machen hier. Soweit wie es geht zumindest. Nicht wahr? Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? So, was haben wir denn da alles? Sumpfkraut mache ich nicht. Gold für Gonzales. Ja, ich mach's mal. Vielleicht erhöht es unseren Ruf ja auch ein bisschen. Ich bringe Gold für Gonzales. Ah, ja. Gonzales wird sich freuen über diese Gabe. Gold ist immer gut. Jedoch macht Gold allein nicht glücklich. So, haben wir das auch. Und damit haben wir schon 75. Das heißt, wir kommen jetzt endlich zu Gonzales. Das ist schön. Aber wir haben ja noch die Mondklinge. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? So, das Sumpfkraut gebe ich nicht ab. Immer noch nicht. Aber die Mondklinge. Ich bringe ihm die Mondklinge. Die Mondklinge, sagst du? Der große Preis der Arena von Morasul? Ein nützliches Geschenk. Gonzales nimmt dein Geschenk dankbar an. Jo, natürlich hat's damit jetzt das Quest abgebrochen, Ismael die Mondklinge zu bringen. Das ist mir aber egal. Er hat einfach zu wenig geboten. So, und jetzt kommen wir endlich bei Gonzales rein. Das ist spitze. Kann ich mit Gonzales sprechen? Gonzales ist sehr beeindruckt von deinen Taten. Wenn du mich fragst, wirst du es bei den Assassinen weit bringen, wenn du so weitermachst. Danke. Das wollte ich hören. Na klar. Geh am besten gleich zu ihm. Er erwartet dich. So, Geschenke für Gonzales ist damit abgeschlossen. Erfolgreich beendet. Und wir kommen jetzt endlich an Ernesto vorbei. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Yeah! Und hier sitzt nämlich nicht bloß Gonzales, der Sonnenkönig da in der Mitte, sondern wir haben hier auch einen Schwarzmagier. Und das ist ein besonderer Schwarzmagier, nämlich Ningal. Und wenn ich richtig informiert bin, also wenn ich mich richtig entsinne, war Ningal der Schwarzmagier, den wir in Arcania wieder treffen. Im Baum von Tushu. Und zwar ist es ja so, in Gothic 4 oder Arcania, wie auch immer man es nennen will, ich weiß, jetzt kommen einige an, Arcania ist kein Gothic 4, egal. Dort ist es ja so, im Tushu hat Milton eine Vereinigung von Magiern zusammengeschlossen, die alle Magieschulen unter sich vereinigen, alle drei großen Magieschulen, also die Druiden mal ausgeschlossen und Schamanen und sowas. Und die obersten dieser Schulen sind Milton für die Feuermagier, für die Wassermagier ist es Merdarion, glaube ich. Und für die Schwarzmagier müsste es Ningal sein. Und mit dem werden wir jetzt erstmal reden. Du hast dich also um Morasul verdient gemacht. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Assassine Ramirez verschwunden ist. Durchaus. Das tun wir und wir haben ihn bereits gefunden. Ich habe Ramirez im Ruinenfeld gefunden. Er ist tot. Das ist außerordentlich bedauerlich. Die Ruinen sind sehr gefährlich. Doch er kannte die Gefahr. Er konnte sie einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Sandcrawlern gefressen wurde. Nein, sein Tod hängt mit seinem Auftrag zusammen. Hier, das ist für dich. Hey, danke. Also für nichts 200 Gold zu kriegen, finde ich spitze. Du bist sehr großzügig, mein Freund. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dir die Kunst der Magie beibringen.
Und der nächste, der uns etwas über die schwarze Magie beibringen will, das ist mir aber ziemlich Rille gerade. Erstmal interessiert mich hauptsächlich das mit Ramirez. Welchen Auftrag hatte Ramirez? Aus Bensala ist eine Lieferung Erzrohlinge gestohlen worden. Einige davon sind hier in Morasul bei den Händlern aufgetaucht. Ich habe Ramirez auf die Sache angesetzt. Er verfolgte eine Spur. Er glaubte, den Erzdieb gefunden zu haben. Und wahrscheinlich hat er das auch. Du glaubst, dass der Erzdieb auch der Mörder ist? Ich will, dass du an der Sache dranbleibst. Finde seinen Mörder und räche Ramirez. Aber sei dir sicher, dass du den Richtigen erwischst. Räche Ramirez. Ich finde das so schön. Gut, bei mir klang es jetzt mehr Hitlermäßig als irgendwie wie ein arabischer Mensch. Aber egal. Es ist halt das deutsche Blut in uns. Ja, gut, mit Niga haben wir sonst nichts weiter zu besprechen. Ich lese mal kurz erstmal. Uninteressant. Natürlich, deswegen hat Sningal ja auch hier rumstehen. So, wir tun mal so, als ob. Oh, wir haben ja sogar irgendwelche Rezepte, sehe ich gerade. Was haben wir denn da? Wasser, Heilpflanze, Fläschchen. Na dann? Dann machen wir doch gleich mal 30 Heiltränke. Nichts dagegen. So, schön, haben wir 30 Heiltränke mehr. Jetzt sind wir wieder richtig gut ausgestattet, heilermäßig. Bei Belia wollen wir eigentlich nichts, würde ich sagen. Das heißt... Es gibt schlechte Nachrichten. Oh. Jemand greift unsere Städte an. Was? Wenn wir den Schuldigen finden, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Kommst du zu mir, um mir ein Geschenk zu machen? Was? Hä? Lassen wir das. Ich will mit dir reden. Na gut. Du hast es bis zu mir geschafft. Also soll deine Mühe auch belohnt werden. Lass uns reden. Was war das denn gerade mit den Städten? Also ich meine, ich habe keine Stadt angegriffen. Tut mir leid, wenn übrigens im Hintergrund gerade komisches Geräusch kommt. Das ist ein Wasserkocher. Ich habe doch keine Städte angegriffen. Was soll denn der Scheiß? Na gut, reden wir mal mit Gonzales. Er ist der Bösewicht, der uns auf die Wassermagier ansetzen wird. Erzähl mir was über die Orks. Sie werden von einem eisernen Willen angetrieben, der sie sogar bis hierher geführt hat. Bemitleidenswerte Kreaturen. Die Orks sind in die Wüste gekommen, obwohl sie das Klima und die heiße Sonne gar nicht vertragen. Wenn du mich fragst, werden alle im heißen Sand der Wüste verrecken, noch bevor der nächste Sommer naht. Ich mache mir Sorgen um die Nomaden und ihre geistigen Führer, die Wassermagier. Das solltest du auch, mein Freund. Und es stimmt, die Orks, die werden ziemlich bald im heißen Sand verrecken, allerdings nicht, weil sie... ja, Probleme mit der Sonne haben oder mit den wilden Bestien, sondern weil der Entscheider kommt. Wo ist das Problem mit den Wassermagiern? Die Nomaden folgen ihnen und ihrem falschen Gott Adanos. Was? Wir versklaven die Nomaden, trotzdem scheint ihre Zahl nur noch größer zu werden. Sie plündern unsere Häuser, überfallen unsere Karawanen und haben nur eins im Sinn. Die Vertreibung unseres Volkes, der Assassinen aus der Wüste. Wenn wir ihre Führer, die Wassermagier, töten, wären sie nicht mehr so zuversichtlich und mutig. Ich glaube, es hackt. Falscher Gott, ich sollte dir mal in die Eier treten, du blöder Fettsack. So, gut, ja. Ich will es nicht annehmen, es tut mir leid. Ich werde auch nicht alle, wie gesagt, nicht alle, nur so viel, wie nötig sind. Ich werde alle Wassermagier aufspüren und töten. Ha! Das ist kein leichtes Unterfangen. Sie haben sich über die gesamte Wüste verteilt und werden von den Nomaden versteckt und beschützt. Folge den Spuren der Nomaden in den Ruinenfeldern und du wirst ihre geistigen Anführer finden. Beliar steht dir bei. Wie viele Wassermagier sind hier in der Wüste? Es sind 7 an Doch der 7, Zahl, okay. Soweit ich das sagen kann. Satoras ist der oberste und wichtigste von ihnen. Einer heißt Vatras, der auch eine wichtige Rolle in ihren Kreisen spielt. Dann sind da noch Myxir, Nefarios, Riordian, Kronos und Merdarion. Ja, ich erinnere mich. Ich bin den Jungs schon auf der Insel Korinnes begegnet. Tja, dann wirst du ja wissen, wie du sie am besten aus dem Weg räumen kannst. Wir werden sehen. Stimmt, Nefarios habe ich ganz vergessen und ich weiß auch, wo der ist. Ja, und da haben wir gleich eine ganze Reihe von Quests gekriegt hier. Töte den Wassermagier, töte den Wassermagier, töte den Wassermagier. Oh mein Gott, ich töte Wassermagier.
Ja, ich werde Wassermagier töten. Aber nur Kronos und Satoras, wenn das reicht. Weil die doof sind. Ich bin auf der Suche nach den Schlüsseln zum Tempel. Interessant. Wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über die Schlüssel? Also gut. Wir sind beide Geschäftsmänner. Und ich will deshalb nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen der Schlüssel in meinem Besitz. Ja, dann aber und so. Her damit! Was verlangst du für den Schlüssel? Die Orks wollen die Artefakte des alten Volkes und drehen in der Wüste jeden Stein um. Sie würden jeden Preis bezahlen, um in die tiefsten Heiligtümer des alten Volkes zu gelangen. Dieser Schlüssel ist also einiges wert. Nach dem momentanen Stand der Dinge würde ich ihn dir für 10.000 Goldmünzen überlassen. Alter! Einer bescheidenen Meinung nach geschenkt. Wie hört sich das an? Wie hört sich an, dass ich dir nicht die Kehle durchschneide, wenn du ihn mir nicht gibst? Wenn du ihn mir gibst. Ich glaube, es hackt. Ja, ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen, genau. Nein, das mache ich nicht. Oh Mensch, ich will nicht so viel Gold ausgeben. Moment, ich will es mal kurz speichern. Es juckt mich in den Fingern. Es tut mir leid, aber ich muss es tun. Es juckt einfach zu sehr in den Fingern. Ich werde dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen reißen. Und damit den Zorn der ganzen Stadt auf dich ziehen? Aber gut. Wenn das dein Wille ist, so sei es. Nun los geht's! Stirb, 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 stirb! Ich werde dich töten! Stirb! Nein, wir laden natürlich. Ich wollte es nur mal getan haben. Wir werden uns Gonzales noch früh genug widmen, denn irgendwann wird es Zeit sein und dann werden wir eine Assassinenstadt nach der anderen zurückerobern für die Freiheit mit den Nomaden zusammen. Nun aber erstmal müssen wir uns darauf einlassen und werden die verfluchten 10.000 Goldstücke zahlen. Es ist so teuer. Warum nur? Hier hast du das Gold. Gib mir den Tempelschlüssel. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, du bist schlau genug, um dir das Gold von den Orks zurückzuholen. Ja, ja, der hat so eine eklige Art, der Kerl, so eine übelst widerliche... So, dann haben wir jetzt 4 Schlüssel und können die jetzt mal bei Kalisch abliefern. Bevor ich das tue, aber gehen wir erstmal zu Bandaro. Hier drüben, Bandaro, denn wir haben ja noch zu berichten, dass wir die ganzen Sachen abgeschlossen haben. Der Artefakt Dieb Yusuf ist erledigt. Du hast ihn gefunden. Gute Arbeit, Meister des scharfen Auges. Möge dies dein Herz erfreuen. Gonzales jedenfalls wird sich freuen über diese gute Nachricht. Ja, yep, hat er sich schon. Ich habe Ramirez gefunden. Gut, wo ist er? Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Alles schon geklärt. Kafus ehemalige Wachen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kriegst doch eine fette Belohnung. Gonzales wird stolz auf uns sein. Tja, da habe ich jetzt für dich die ganze Drecksarbeit gemacht und du stehst die ganze Zeit bloß nutzlos rum, nicht wahr, Bandaro? So, wir gucken noch mal kurz, mit wem wir denn hier... Wir könnten Anga als Buddy mitnehmen hier im Kampf, aber das machen wir nicht. Ich will mal kurz mit Anktos, können wir auch nichts. Na toll. Ich dachte, wir können ihm wenigstens sagen, dass wir hier mal mit Kayo geredet haben und so, aber nein. Interessiert ihn gar nicht. So. Paladin, bla bla. Ich speichere mal. Gesundheit übrigens, Felipe. Weil du gerade so schön am Niesen bist.